Der Kleine. Der Sternschwarz ist süß. Schlüpfnagel. Der steht immer noch so da. Die Sonne kommt gerade so schön rein hier. Ich mag den Spot so auf der Couch, wenn die Sonne so reinscheint. Da kann man sich so schön hier hinlegen und so ein bisschen die Sonnenstrahlen genießen. Aber eigentlich wollte ich euch kurz erzählen, dass wir Tenet geguckt haben, den Film. Wir haben den auf Amazon ausgeliehen und wir fanden den so gut, dass wir den gleich dreimal hintereinander geguckt haben. Wir haben den auf Amazon ausgeliehen und da hat man ja 48 Stunden Zeit, den Film anzusehen. Und das haben wir komplett ausgenutzt und den ja, dreimal hintereinander geguckt. Und ich muss sagen, selbst beim dritten Mal hat er Spaß gemacht, den anzuschauen, weil man immer noch so ein paar Details gesehen hat oder noch auf andere Sachen achten konnte. Und ja, also ich will nicht so zu sehr ins Detail gehen, weil dann, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, da will ich nicht zu sehr spoilern. Und ich habe das auch auf Instagram geteilt und da gehen die Meinungen ja echt auseinander. Also einige fanden es gut und die anderen fanden es mega, mega schlecht. Was die meisten nicht gut fanden, ist, dass der zu komplex und zu wirr und zu chaotisch ist. Also er ist komplex, auf jeden Fall, aber ich finde, das ist gerade das Coole daran. Einerseits muss man nachdenken, um alles zu verstehen und einerseits muss man sich einfach mitreißen lassen und einfach go with the flow, einfach erstmal mitgehen. Also man darf sich nicht so aufhalten in so Stellen, wo man denkt, hey, ich habe es jetzt nicht verstanden, was? Und hey, macht das jetzt Sinn, bla bla bla. Nee, einfach erstmal weiter gucken und ich finde, dann macht schon alles Sinn. Und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, das wollte ich auf jeden Fall kurz mal sharen mit euch. Guten Appetit! So, ich habe gerade mein Video fertig gedreht. Ich habe ein Outfit Ideas gefilmt mit vorwiegend Winteroutfits, also ein bisschen winterlicher als beim letzten Mal. Und ja, ihr seht auch, ich habe das Studio aufgebaut und heute hatte ich mega Glück mit dem Licht. Also es war schön sonnig. Da hatte ich ja echt Angst, dass heute wieder so ein grauer Tag ist und dann kann ich nicht so gut filmen. Dann sieht alles echt ein bisschen blöd aus. Aber ich hatte Glück. Jetzt muss ich erstmal aufräumen, weil wie beim letzten Mal habe ich ein Chaos hinterlassen mit einem Berg voll Klamotten. Hier übrigens meine Outfitplanung, ganz, ganz schlimm gemalt, oh mein Gott, damit ich irgendwie so einen Überblick hatte, was für Outfits ich feature und damit die so ein bisschen unterschiedlich sind vom Look her oder von der Silhouette her. Ja, nur mal so. So, jetzt gehe ich noch schnell mit
Johannes Mittagessen holen. Ich habe ja öfter mal so wellige Haare und also mal mehr, mal weniger. Und das Geheimnis ist, dass ich seit ungefähr einem Jahr oder so eine etwas andere Haarstruktur habe. Also vorher waren die sehr glatt, Jahre lang. Ich hatte nur als Kind, kenne ich das von Fotos oder Videos, war ich immer diejenige, die so welligere, lockigere fast schon Haare hatte. Und meine Schwester war die immer mit glatten Haaren. Jetzt ist es aber bei uns beiden so, dass wir sehr wellige und aber auch sehr frizzige Haare haben. Durch die Wellen ist es natürlich cool, wenn man dann ein bisschen mehr Volumen in den Haaren hat, einfach mehr Struktur und auch einfach ja, schöne Wellen, an guten Tagen jedenfalls. Und ja, ich dachte mir, ich nehme euch da so ein bisschen mit, wie ich die so style, falls es interessant ist. Also ich habe jetzt hier frisch geduscht und die sind jetzt in einem Handtuch gewesen. Ja, also hier sieht man so ein kleines bisschen, dass sie sich schon so ein bisschen wellen. Und hier. Und ja, dann mache ich das meistens so, dass ich sie ein wenig lufttrocknen lasse. Man soll sie ja nicht komplett lufttrocknen. Das soll nicht so gut für die Haare sein. Was schade ist, weil ich das immer ganz gerne gemacht habe. Aber gut, ich gehe dann noch mit einem Haarpflegeprodukt rein. Und ja, dann föhne ich sie so leicht, so schonend wie möglich, damit sie halt nicht wieder glatt werden. Und ja, dann zeige ich euch das Endergebnis, vielleicht zeige ich euch noch einen Zwischenschritt und dann auf jeden Fall die Produkte, die ich gerade benutze. Und ja. So sind die Haare trocken und durchgebürstet und sie sind auf jeden Fall immer noch wellig. Nur manchmal hier vorne vor allem sind die Strähnen jetzt nicht so super schön gleichmäßig geformt. Das ist halt wie gesagt ein bisschen so eine Glückssache und man kann aber auch mit dem Glätteisen nachhelfen, wenn man will. Sie sehen auf jeden Fall voluminöser aus, voller. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und ich zeige euch jetzt dann mal, welche Haarprodukte ich aktuell benutze. Und zwar verwende ich von Sandor das Shampoo und den Conditioner. Das Grounding Shampoo und the Grounding Conditioner. Ich hatte einfach mal Lust, eine neue Beauty-Marke auszuprobieren, besonders in Bezug auf Haarpflege. Und bin dann auf diese Marke gestoßen, Natural und Sustainable, und bin bis jetzt auf jeden Fall zufrieden. Den Geruch finde ich auf jeden Fall sehr schön. Es ist eher holzig, was man bei Shampoos irgendwie nicht so oft findet, habe ich das Gefühl. Und ja, von der Pflege her finde ich es auch sehr gut. Ich habe das Gefühl, es ist sehr schonend für die Haare. Ich habe nicht das Gefühl, dass man irgendwie so einen Produktrückstand in den Haaren hat, sondern sie fühlen sich sehr, ja, sehr gereinigt an, aber auch nicht ausgetrocknet und so. Das Einzige, was ich bemängeln würde, wäre dieser Pumpspender. Sieht zwar sehr, sehr schön aus, aber dadurch kommt besonders beim Conditioner immer sehr wenig raus und man muss so übelst viel pumpen, dass man genug Produkt dann hat. Und beim Shampoo ist es so, dass es wie gesagt schonend ist, aber es schäumt dadurch auch nicht so doll. Und deswegen bei so Tagen, wo ich besonders fettige Haare habe, benutze ich vorher einmal ein anderes Shampoo, aktuell zum Beispiel das hier von Maria Nila, das Ecotherapy Revive Shampoo, um einfach nochmal erstmal so eine richtige Reinigung zu machen. Und dann einmal hier das Sandor Shampoo und danach den Conditioner. Und eigentlich würde ich voll gerne mal die Produkte von Ceremonia ausprobieren. So von der Beschreibung her ist es irgendwie ungefähr das, was ich irgendwie suchen würde. Auch so Anti-Frizz und auch irgendwie gut für die Kopfhaut, vielleicht auch ein bisschen Haarwachstumsfördernd, who knows.
würde ich super gerne auch probieren, aber ja, die schippen gerade noch nicht nach Europa und ich hoffe, dass es aber bald kommen wird. Ja, mal sehen. Ja, so viel zu meiner aktuellen Haarpflegeroutine. Okay, ich muss kurz noch von meiner aktuellen Obsession erzählen. Und zwar ist es Peanut Butter and Jam. Und zwar hier die Koro Erdnuss, das Erdnussmus. Und von Alnatura die Erdbeermarmelade, die ganz normale. Und ich habe das, glaube ich, vor zwei Wochen gekauft. Und ich bin die Einzige, die das isst. Und es ist fast leer. Weil es einfach so, so lecker ist auf Toast. Ist auch mein Guilty Pleasure. Ich liebe so Sandwich Toast. Yum, yum, yum. Richtig lecker. So, hier im Wohnzimmer haben wir diesen Couchtisch, den ich zwar super schön finde, aber der ist auch einfach zu klein. Also wenn man allein schon optisch guckt, ist der so ein bisschen zu klein für den Raum. Also schon okay, aber ich finde, größer geht es auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall einen größeren nehmen. Und außerdem würde ich das eigentlich mögen, wenn ich da immer so Deko-Sachen habe, irgendwie Bücher aufeinander gestapelt oder so. Aber dann fehlt mir dann immer der Platz, um sowas wie dieses Teetablett hinzustellen oder mal einen Teller oder so. Und deswegen habe ich mal geguckt, ob ich auf eBay Kleinanzeigen eine größere Platte finde oder einen größeren Tisch. Und habe ich wirklich tatsächlich eine gefunden, die ist, also das ist 70 x 70 cm groß und die Platte ist 1 Meter x 1 Meter groß. Also ja, so ungefähr Unterschied. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Ja, und ich glaube, dass ich dann da besser so Deko-Sachen drauf machen kann. Dann gefällt mir das besser und man ist so ein bisschen flexibler mit dem Platz. Und dann werde ich euch das zeigen, wenn ich das ändere. Wir wollen spazieren gehen, weil es hat auch geschneit. Und ich dachte, ich zeige euch vorher schnell noch mein Outfit. Und zwar trage ich hier so Chunky Boots von Edited. Und darunter Leggings, doppellagig, also einmal Uniqlo Heattech Leggings drunter und dann nochmal eine weiche andere Leggings drüber. Und hier einen Kaschmir Rollkragenpullover von Arket. Und darunter trage ich noch so eine Uniqlo Daunenjacke, die ist so ein bisschen dünner, für eine extra Schicht Wärme. Und dann mein Acne Studios Mantel, Acne Schal, Arket Beanie, Celine Boxbag und meine süßen Fäustlinge. Da freue ich mich jetzt auf einen schönen Spaziergang und ja, so ein bisschen frische Luft schnappen. Brutal, ey. Das ist immer 1% direkt so richtig. So, wir haben jetzt mittlerweile die neue Tischplatte und die alte habe ich jetzt erstmal hier hinter verstaut, weil manchmal finde ich das ganz schön mit diesem Hintergrund für Fotos oder so und deswegen behalte ich die auch erstmal und habe sie jetzt hier hingestellt. Vielleicht tue ich sie noch in die Kammer, dann sieht man sie auch nicht mehr. Und ja, also zu der neuen Tischplatte kurz. Das war halt so ein Ding. Also ich habe sie halt auf eBay Kleinanzeigen gefunden, wie auch diesen Tisch. Und diese Platte ist 70 x 70 cm groß und die neue Tischplatte einmal 1 Meter. Und das wiegt schon relativ viel. Es ist schon gut schwer. Und wir dachten uns, okay, die neue Tischplatte wird dann ungefähr ähnlich wiegen, beziehungsweise halt einen Ticken schwerer.
Und ja, wir haben auf jeden Fall sehr unterschätzt, wie viel mehr sie wiegt. Und sie ist ultra schwer gewesen. Wow. Also, wir sind halt zu zweit dahin. Und er hat sie erstmal so alleine aus der Wohnung rausgetragen. Und dann wollten wir sie zu zweit das Treppenhaus runtertragen. Und als sie so anheben wollte, boah, da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen. So schwer war das Teil. Also es ging halt gar nicht, zu zweit sowieso nicht, weil man dann irgendwie einer dann rückwärts die Treppen runtergehen musste und dann musste das Johannes komplett alleine tragen. Und zum Glück wohnte die Frau nur im ersten Stock, also im ersten Obergeschoss. Das heißt, er hatte da nur ein Stockwerk und hier durch den Fahrstuhl dann nur ein halbes Stockwerk zum Runtertragen. Und oh mein Gott, er tat mir so leid. Also er hat sich da bestimmt echt so Stufe für Stufe irgendwie runtergehievt. Und ich konnte nur so Cheerleader sein und ihn anfeuern und konnte sonst gar nichts helfen. Ja, also großes Lob an Johannes, dass er das gepackt hat und für mich gemacht hat. Die Verrückte, die einfach mal so eine todesschwere Tischplatte sich aussucht. Okay. Ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn ich zeige euch jetzt dann das Endergebnis. Ich zeige euch vorher noch mein Outfit, was ich zu Hause anhabe. Und zwar habe ich hier diesen Natural Pullover von Museum of Peace and Quiet. So ein College-inspired Pullover quasi. Ganz lässig. Und natürlich eine Wollhose. Diese ist jetzt von Edited. Ich habe die auch in so Camelfarben. Die kennt ihr schon von mir, die ich glaube 2019 super oft getragen habe. Und ja, das ist jetzt eine graue Version. Auch sehr cool. Und ja, bequem wie immer, ne? Wie gesagt, ich habe nur eine Tischplatte neu geholt und die Tischbeine sind die vom alten Tisch, nur habe ich sie anders angeordnet, weil das irgendwie besser dazu gepasst hat. Und ich bin super happy. Ich kann endlich Deko drauf platzieren und habe trotzdem massig viel Platz für irgendwelche anderen Sachen. Ja, so sieht die aktuelle Coffee Table Dekoration aus. Mein kleines Arrangement mit einer neuen Kerze von Loewe, die super schön ist und auch schön duftet. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich mich hauptsächlich vom Optischen habe beeinflussen lassen, zumal man das auch nicht proberiechen konnte. Und dann habe ich hier noch ein neues Objekt von Firm Living, so ein Briefbeschwerer. Das ist super schwer, aber ja, ich finde dieses kleine Metallobjekt irgendwie ganz cool. Und hier die Schüssel kennt ihr ja schon. Mein Weihnachtsgeschenk mit den Ohren dran. Und Salbei und Palo Santo, was ich immer noch nicht verwendet habe, was ich eigentlich Anfang des Jahres machen wollte, aber gut. Und dann seht ihr hier auch, dass ich einen Teppich im Wohnzimmer habe. What? Also der ist auch neu. Und der ist eigentlich Teil einer Kooperation, die ich auf Instagram haben werde. Also muss ich jetzt eigentlich nicht auf YouTube platzieren, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz spannend. Ich wollte nämlich die ganze Zeit mal ausprobieren, ob mir ein Teppich hier im Wohnzimmer gefallen würde. Und deswegen hat sich das sehr gut angeboten. Und da habe ich mich für diesen Teppich entschieden. Mit so einem geometrischen Muster aus so Baumwolle, beige. Da dachte ich mir, passt gut rein und ich gehe mal weiter weg. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr viel gemütlicher aus. Gefällt mir sehr gut. Und für die Instagram-Kooperation mit Jutex werde ich auch einen 20% Gutscheincode haben. Ich meine, dass es 20% sein wird. Ja, ich denke 20%. Also wartet da am besten ab und schaut da auf meinen Instagram-Kanal, falls ihr irgendwas auf Jutex habt, was ihr eh im Auge habt. Und hier habe ich den Sessel von Karup Design mal aufgeklappt. Also, ihr kennt den sonst in seiner anderen Form, aber so finde ich den eigentlich auch mal ganz cool, um sich da mal so rauf zu flezen. Und ja, so sieht es dann aktuell aus. Ja, und mit diesem Interior-Highlight beende ich dann mal den Vlog. Hier nochmal ein Blick auf den Couchtisch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns wie immer das nächste Mal wieder. Tschüss!